Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 19 mit dem VfL Bochum. Wir haben jetzt das Vorbereitungsturnier vor der Nase und sind da im Finale. Und ich würde sagen, es geht direkt los. Pertl hätten wir sogar verkaufen können, wenn wir Danilo haben. Wandowski hatte sich allerdings beschwert, dass der spielen möchte. Dann lassen wir den jetzt mal von Anfang an spielen. Tun wir für Danilo auf die Bank. Sam ist ein bisschen fitter. Da wollten wir Meier spielen lassen. Eisfeld geht dann als ZDM. Gut, wir bräuchten eigentlich noch einen Ersatzrechtsverteidiger. Für die Flanken. So, dann noch hier einmal links gucken. Da hätten wir halt einen 62er. Ne, das wird jetzt unsere Startelf. Fürs Finale. Und da wären wir auch. Bin mal gespannt, wie das jetzt geht. Im Halbfinale haben die Gegner ja am Anfang sehr viel Druck gemacht und am Ende trotzdem keine einzige Torchance gehabt. Okay, das ist natürlich ein Traumstart. Erster Angriff, dritte Minute. Ja, hat sich direkt rentiert, dass wir Sam eingewechselt haben. Der hat die Flanke geschlagen. Unser Mittelstürmer köpfte natürlich super ein. Dritte Minute, 1-0. Besser kann ein Spiel eigentlich nicht starten. Aber die stehen auch, also ein paar Lücken haben die hinten auf jeden Fall. Obwohl das gerade auch nach Fünfer Abwehrkette aussieht. Und wenn man jetzt sich... Ich denke mal, ich kann nicht drauf achten, vielleicht könnt ihr das. Ja, wenn man rechts unten jetzt hinguckt, wo immer die Anzeige ist, wie viel... Kondition, die noch haben, müssten die eigentlich immer niedriger sein als wir, dadurch, dass die jetzt 120 Minuten im Halbfinale gespielt haben. Das würde man dann am Ende des Spiels merken. Außer die wechseln halt siebenmal. Okay, da ist das 2-0. Der Ball sollte nicht durch die Verteidiger durchgespielt werden, eigentlich hintenrum. Ja, der sollte eigentlich schön außenrum laufen, aber... Sam einzuwechseln oder in die Startelf zu stellen, hat sich auf jeden Fall rentiert. Ich denke mal, da könnte man über einen Stammspieler direkt nachdenken. Dass er die Chance bekommt. Weil der war ja die anderen Spieler ja auch nicht schlecht. ...20 Minuten rum, 2-0. So, erstmal kurz weg. Auch sogar in den eigenen Reihen behalten.
Ne, doch nur eine Vierer-Abwehrkette, aber abseits. Oh, die haben gerade umgestellt. Ja, da sieht man nämlich jetzt schön eigentlich eine Viererkette. Ja, und das war abseits, weil mit dem Knie darf man den Ball reinmachen. Aber die Abseitslinie bei FIFA 19 ist auch immer nicht ganz richtig. Oder ab und zu nicht richtig. Also es ist dann abseits, nur die Linie ist einfach falsch gezogen. Okay, so nicht. Der hätte zum Elferpunkt gemusst. Aber wir sind ja im Ballbesitz. Vielleicht kriege ich ja noch eine Chance für eine Flanke in dem Angriff. Und da ist Sam wieder. Ah, der wird aber gut gestört. Ja, warum sollte man aus so einer Position häufig eigentlich schießen, auch in der Realität, damit man halt nicht in so einen Konter läuft. Deshalb schießen halt auch viele Bundesligisten nach Ecken einfach aufs Tor, auch wenn der Ball sehr weit drüber geht, damit die halt einfach nicht in Konter geraten, weil sie dann auch noch unsortiert sind. Die Innenverteidiger sind ja meistens mit vorne bei der Ecke. Deshalb mache ich es bei FIFA halt auch ganz gerne, dass wenn sehr viele Leute vorne sind, ich einfach mal versuche, einen Torschuss zu machen. Man sieht, die Fans sind da. VfL, VfL-Rufe. Wäre, glaube ich, auch abseits gewesen. Aber ich habe auf jeden Fall auch schon für mich gemerkt, ich muss mit zwei Sechsern spielen. Das ist, hilft mir sehr viel, wenig Gegentore zu kassieren. Ich habe nämlich auch sehr viele FIFAs mit einem Sechser gespielt und dafür mit zwei Stürmern. Jetzt habe ich sozusagen den zweiten Stürmer als Sechser. Und die Null steht sehr häufig. Aber gut, wenn ich normal für mich spiele, dann sind das halt auch Mannschaften dann wie Borussia Dortmund, Real Madrid. Jetzt mit Bochum wird es halt echt eine Herausforderung. Weil die ja doch eher im Mittelfeld sind. So, möchte ich irgendwas wechseln? Ne, wir warten. Ich denke mal, die werden Eisfeld gleich für Meier vorschlagen. Müssen wir dann einfach mal gucken. Der Meier hatte jetzt gerade am wenigsten Konditionen noch. Okay, jetzt wird es nochmal spannend. Und apropos 0 Gegentore. Erst da eigentlich den Ball schön gehabt. Ja gut, die Flanke kommt auch perfekt. Ja, Meier ist jetzt runter, allerdings für Lee. Dann machen die mit ihrer ersten Chance das erste Tor. Gut, haben wir auch gemacht. Aber wir haben mittlerweile ein paar mehr Chancen. Aber jetzt nicht solche Fehler anfangen zu machen.
Also der muss eigentlich aufs Tor, der Schuss. So, nächster Wechsel bei uns. So sollte der Ball nämlich eigentlich werden vom 2-0. Na, wer war dran? Okay. Die waren zuletzt dran. Sehr guter Schuss, aber auch sehr gut gehalten. Oh, das war auch ein sehr guter Pass. 7:1 Schüsse. Okay, der war noch besser gehalten als der gerade. Ja, da hat er seine Chance wieder ausgewechselt. Ja gut, da wurde der Torwart auch mehr abgeschossen als alles andere. Da kriege ich den noch? Ne. Und jetzt alle wieder hinter den Ball. Weg. Nee, der geht. Nee, der geht doch nicht ins Haus. Torwart. Ah, ich dachte, Lee läuft durch. Ah, ne, das dürfte Einwurf geben. Ne, doch Ecke. Okay, Eis fällt jetzt auf die Seite. Boah, bei so vielen Wechseln ist das eh ein Hin und Her. So, 15 Minuten noch. So ein 3-1 wäre jetzt richtig gut. Oh, da muss der Verteidiger auf der Linie klären. Da war der Torwart schon geschlagen. Oh, der kommt auch noch an. Der allerdings auch. Ah, da fehlte ein bisschen was. Ah, bleib im Spiel, das kostet alles Zeit. So, 5 Minuten noch. Ich mach mal ein bisschen defensiver. Nee. Defensiv reicht. Angriff ist die beste Verteidigung. Trotzdem. Kostet alles Zeit, wenn wir hier vorne sind. Ja. Und das soll es jetzt gewesen sein. Jetzt der Wechsel jetzt bei uns. Ja, das wird jetzt erstmal unser letztes Finale sein. Dass wir das DFB-Pokalfinale erreichen, wäre ein Wunder. Ein anderes Finale haben wir nicht. Ja,
30 Sekunden noch. Und dann haben wir gewonnen. Das Vorbereitungsturnier. Ja. Da ist der Sieg. Ich würde es jetzt gerne als Thumbnail machen. Dann seht ihr allerdings, bevor ihr die Folge einschaltet, schon, dass wir gewonnen haben. Deshalb lasse ich das. Ja, und da ist der Pokal. Da haben wir unser Transferbudget auch gut aufgestockt durch diesen Sieg. Ja, damit hätten wir auf jeden Fall den ersten Titel. Warten wir das Foto noch ab. So, VfL Bochum, European International Cup Meister. Das ist doch ein schönes Bild. Ja, Sydney Sam, bester Spieler. Kann ich nur unterschreiben. Glückwunsch, wir haben gewonnen. Ja, jetzt sieht man auch schon die Ligatabelle, aber nach der Leistung wird es Kruse jetzt erstmal schwer haben. Deshalb Sam wird jetzt erstmal spielen. Ich gehe halt auch immer wirklich nach Form. Die dürfte bei Sam gerade überragend sein. Obwohl Kruse das Halbfinale Spieler des Spiels war. Obwohl, warte mal, wir können mal eben gucken. Der Spieler des Spiels, ja. Vielleicht kann einer von beiden ja auch links. Ja, da hätten wir doch schon. Sam kann auch links. Dann machen wir das doch am besten so. Wo ist er denn? Da. So, 1,6 Millionen zusätzliches Transferbudget. Ich meine, es waren 2, irgendwas dazukommen. Obwohl, können wir auch nachschauen. Ganz einfach Finanzen, Transaktion, Preisgeld, Vorbereitungstour, 3,6 Millionen haben wir jetzt am Ende rausgekriegt. Das wäre bei unseren Verhältnissen Stammspielern guter. So, eine Woche würde ich sagen, simulieren wir noch, damit wir in der nächsten Folge nicht ganz so viel warten müssen. Ja gut, Weiland hat jetzt gerade seinen Stammplatz an Sam verloren. Er ist auch rechtes Mittelfeld. Haben wir gar keinen gebürtigen fürs linke Mittelfeld. Ne, rechtes Mittelfeld. Doch hier linkes Mittelfeld. Aber die werden nicht viele Einsätze bekommen. Ja, wir haben einen relativ kleinen Kader. Fällt mir gerade auf. Vielleicht doch nochmal ein bisschen was in die Jugendarbeit stecken. Wo war das denn nochmal? Das müsste doch jetzt irgendwo hier sein. Da, Jugendstab. Netzwerk wird eingerichtet, Netzwerk wird eingerichtet. Deutschland, Brasilien. Und wir gehen jetzt noch nach England, würde ich sagen. Ja, komm, 6 Monate, dann können wir uns in der Winterpause nochmal was überlegen. Na gut, sind jetzt alle schlecht, unsere Scouts, immer nur ein Stern.
Aber da könnten wir zumindest mit Jugendspielern im Zweifelsfall den Kader ein bisschen vergrößern. Oh, David Alaba nach Real Madrid habe ich gerade noch rechts gesehen im Augenwinkel. Und ich würde sagen, wir warten noch jetzt, bis wir das... den Scouting-Bericht von Phil haben. Ja, die bieten jetzt halt schon mehr. Vorhin waren, glaube ich, 2,9 war das, oder 2,85 war irgendwie der Maximalwert, den wir hätten kriegen können. Jetzt sind es schon 3,1. Ne, aber ich glaube, Sam könnte eine Schlüsselfigur werden diese Saison. Ja, und nee, du bleibst auch erstmal hier. Tim Kleindienst, Scouting-Bericht. Gut, der Wert ist natürlich schon wieder gut hoch. 3,3 Millionen. Ist eigentlich halt auch über dem, was ich ausgeben möchte für einen Spieler. Kopfballspezialist, Stammspielerqualität, Stürmer. Passt natürlich auch gut in unser Scouting. 3 Tage noch, bis Ab fertig ist. Ja, da haben wir das so. Ja, Sam, nächstes Angebot. Aber den will ich eigentlich nicht wegtun. Ja, wir haben ja auch gerade Geld. Wir haben nur noch keinen gekauft. Ich lasse das einfach mal offen. So. Was sagt denn das Haus V-Juwel? Ja, auch 69. Ne, 69 ist sogar schon gut. 2,2 Millionen wert. Tue ich den mal in unsere Transferzentrale. So. 8 Millionen wert. Ja gut, kaufen ist auf jeden Fall keine Option. Gucken wir mal, was Manchester City zu einer Leihe sagen würde. Ach, ich kann ja auch hier unten direkt hin. Ja, zwischen 10,2 und 14,5. Wenn wir jetzt das Geld hätten, würde ich sagen, würde ich den auch direkt kaufen, weil der Wert kann nur größer, oder der Wert, da können wir nur einen Gewinn machen, wenn er noch 15 Punkte dazu kriegen könnte. Oh, in erster Linie nicht abgeneigt. Ja, herzlich willkommen, Herr Guardiola. Beginnen wir mit der Leihdauer. Okay, ich hätte ganz gern 2 Jahre gehabt, aber gut, machen wir 1 Jahr. Okay. Pep stimmt den schon mal zu. Okay, der hat natürlich sehr viel Gehalt. Puh. 21.000 ist schon verdammt viel. Oh, wir haben 8,1 Millionen Transferbudget mittlerweile. Damit können wir auf jeden Fall unseren Kader noch größer machen. So, ich möchte trotzdem ein Gegenangebot machen. Ich versuche mal 40, 60. In der Hoffnung, dass wir uns auf 50, 50 einigen können. Ich hoffe nicht, dass ich es jetzt kaputt gemacht habe dadurch. Ja, ich würde sagen, für den Spieler, der kostet uns dann 17.750. Ja, und keine Leihgebühr. Ja, gerne bleiben wir mit dem Trainer von Manchester City in Kontakt. Das ist natürlich jetzt sehr gut. Ja, Fiete wäre jetzt noch eine Option. Ist der Kopfball stark? Das können wir jetzt hier eben gucken. Ja, Beweglichkeit, Antritt, Sprintgeschwindigkeit ist jetzt nicht so dolle. Abschluss ist gut. Kopfball 63 ist auch unter Durchschnitt.
Ja, aber gut, da könnt ihr auch gerne nochmal was zu schreiben. Wir haben jetzt einen super Spieler verpflichtet. Danke nochmal für den Tipp. Den hatte ich nicht auf dem Schirm, dass wir den zu Bochum holen können, weil in der Realität wird er jetzt auch gerade mit Top-Mannschaften in Verbindung gebracht. Der wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt gerne weitere Sachen in die Kommentare, denn morgen geht es direkt weiter mit einer neuen Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, und hoffe dann, ihr schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, ciao.